Distelhäuser präsentiert. Die Rimperer Wölfe in Wilhelmshaven, Endstand 35:28. Matthias Obinger, der Trainer, war mit dem Abwehrverhalten seiner Jungs absolut nicht zufrieden. Distelhäuser, immer eine frische Idee. 8 Spiele, ein Schnitt von 23 Gegentoren und in 2 Spielen hat man sich diesen Schnitt sozusagen kaputt gemacht. Ja, müssen wir härter in der Abwehr trainieren. Das war letzte Woche schon relativ bescheiden, es war heute noch bescheidener. Sind Dinge da passiert in der Abwehr, die ich so von den Jungs auch nicht kenne. Also normalerweise die Abwehr unser Prunkstück, aber die hatte heute zu keiner Zeit in irgendeinen Zugriff gefunden. Genau das war es. Ich meine, wir haben richtig tolle Spiele der Wölfe gesehen in den ersten 8. Ich habe gerade auch mit einigen gesprochen und wurde dann auch gesagt, das hat man immer alles dann sehr schön geredet oder so. War man sich dazu selbstsicher oder wie passiert sowas? Ja, selbstsicher nicht. Das glaube ich jetzt nicht, aber es ist leicht erklärt, wenn du halt statt 100% nur 99% gibst, dann schwimmen dir die Fälle in der zweiten Liga davon. Also du musst Woche für Woche musst du ans Limit gehen, sonst wirst du keinen Blumentopf ernten. Und das war halt heute eben nicht der Fall. Die 7-Meter-Regel war in den ersten Spielen sehr, sehr erfolgreich. Die Unterzahlregel, nicht die 7-Meter-Regel. Die Unterzahlregel war in den letzten Spielen sehr, sehr erfolgreich. Heute für mich so ein bisschen ein Knackpunkt. Das war gerade der Punkt, wo man wieder einigermaßen drankam und dann 3 Treffer ins leere Tor. Danach ging meines Erachtens gar nichts mehr. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also wir müssen da schon unserer Linie treu bleiben. Wir können ja jetzt nicht nur, wenn wir ein Gegentor kriegen, alles wieder über den Haufen werfen. Ne? Also wir müssen da schon uns auf unsere Stärken auch berufen und beziehen und auch verlassen. Und ja, das war halt heute nicht gut gespielt von uns. Distelhäuser, immer eine frische Idee.